Fußball mit Sport. In den nächsten 10 Minuten bringen wir die aktuellsten Dinge des heutigen Tages. Und wir beginnen natürlich mit Fußball, wie es schon Hugo Sanchez angedeutet hat. In der zweiten Division hat es heute ein Spitzenspiel gegeben, nämlich St. Pölten, die Mannschaft von Willi Kreuz, gegen den FC Linz. Aber auf den Mann, den alle gewartet haben, den alle sehen wollen, den mexikanischen Superstar Hugo Sanchez, den sah man heute noch nicht. Er war noch Zuschauer auf der Tribüne. Der Star ist auf der Tribüne, ein Star ohne Allüren, das sei vorweggenommen. Eine echte Persönlichkeit und nicht nur, was das Fußballerische betrifft. Eine große Bereicherung für die österreichische Fußballszene. St. Pölten anfangs überlegen, aber selten gefährlich. Die erste große Chance nach dieser Vorarbeit von Aigner hat Saldaba, aber er scheitert an Torhüter Laschinger. Bei den Niederösterreichern ist Rotter verletzt, der FC Linz in stärkster Besetzung. Hier passt die St. Pöltener Abwehr nicht auf, unser Kameramann wurde auch ein wenig überrascht und es steht 1:0 für die Linzer nach 22 Minuten. Torschütze Ronald Brunmeier. Die Linzer die cleverere Mannschaft in dieser ersten Halbzeit. Nützen die wenigen Chancen. Im Gegensatz dazu die St. Pöltener, sie verstolpern auch die besten Möglichkeiten. Hier hat sich Torhüter Laschinger ein wenig verletzt, kann aber weiterspielen. Dann dieser Fehler von Nentwich, Brunmeier wieder. Und was macht er daraus? Kirasic hält. Die junge St. Pöltener Mannschaft spielt teilweise recht gefällig, aber im Abschluss der Hapaz und dann dieses Foul im Strafraum von Kirasic an Linzmeier. Die Zeitlupe bestätigt, richtige Entscheidung, Elfmeter. Und eine Minute vor der Pause erzielt Brunmeier sein zweites Tor, der FC Linz führt 2:0 und in der Pause gab es ein Versprechen des Superstars. I promise to learn and speak German in the next week. I'm start to learn German for talking German. Also er verspricht, nächste Woche mit dem Deutschunterricht zu beginnen, fleißig zu büffeln, um auch sich mit den Fans auch natürlich in Kontakt treten zu können. Zur ersten Halbzeit meint er, die Mannschaft hat gut gespielt, ich bin froh, dass sie führt, sie hat nervös begonnen, aber letztendlich verdient eine 2:0-Führung herausgeholt. Und er erlebt einiges, was er in seiner Karriere wohl auch noch nicht erlebt hat in den nächsten Minuten. Ausfall des ersten Flutlichtmastes. Dennoch sieht Schiedsrichter Almer dieses Foul im Strafraum. Elfmeter für St. Pölten und Ernst Aigner verstolpert geradezu provokant. Es bleibt beim 2:0. Das war in der vierten Minute, 2 Minuten später. Ein Solo des Bulgaren Georgiev und der Anschlusstreffer zum 1:2. Die Sicht wird immer schlechter. Angriff der Linzer und 5 Minuten nach dem 1:2 das 1:3 und wieder ist es Brunmeier. Sein drittes Tor an diesem Tag. Der Schlusspunkt in diesem Spiel, denn keine gute Woche für Flutlichtmasten. Ein schöner Gruß nach Graz bei dieser Gelegenheit, denn in der 60. Minute war es dann endgültig finster und Schiedsrichter Almer musste abbrechen. Naja, vielleicht kann der Hugo Sanchez beim nächsten Spiel mitspielen. Was passieren wird, wird die Bundesliga morgen entscheiden, ob das Spiel nachgetragen wird und in welcher Form und auch wann. Ein Spiel konnte doch gespielt werden, in Oberwart ist nichts ausgefallen.